Mensch, Frank, alles, was du sagst, ist einfach richtig. Du bist einfach der klügste Mensch der Welt. So lange, wie es halt dauert. Was sagst du dazu, dass jetzt der Flughafen auf ist? Das ist auch für dich als Businessman sehr wichtig. Ja, ich bin ja quasi permanent am Fliegen. Durchgehend. Das ist ein großer Einschnitt für dich jetzt auch gerade, ja, nehme ich an. Ne? Nicht mehr dauernd in der Luft zu sein. Ja, und muss jetzt halt über einen neuen Friedhof, wollte ich gerade sagen. Über einen neuen. Eigentlich habe ich schon Platz auf dem Berliner Flughafen gemietet, wenn ich mal sterbe. Fickdich.shop ist auch noch frei. Und das ist ja fast die logischste Domain. Fickdich.online. Also was? Quasi, der ist noch frei? Ich online ist frei. Was ist denn da los, Leute? Ey, oh Mann. Vor allem überleg mal, was das für eine geile E-Mail-Adresse ist. Ja, aber wirklich. Demon@fickdich.online. Dann könntest du sogar, dann würde ich an deiner Stelle dann fickt dich. Das ist wirklich schlimm, ne? Das ist wirklich schlimm. Fickt dich online. Leute, verstehen nicht. Also wirklich einfach not, was war klar ist. Die, also wirklich jedes Mal, wenn ich diese E-Mail-Adresse irgendwie diktiere, ja, dann sage ich so, alles klar, das ist war-klar.de, war klar. Dann tippen die das, dann murmeln die das, dann sagen die, war klar. Stille. Und dann sagen sie, war klar! Oh, krass, war klar. Das ist ja ein guter Name. Und jedes Mal denke ich mir so, Alter, was ist hier los, ey? Also wirklich. Ja, ich meine, ist auch ein sehr komplexer Name. Also das muss man jetzt sagen. Ja. Sehr un... Sagt ernsthaft jemand, das ist ein guter Name? Ja, ich meine, ist sogar eine Domain mit einem Minus drin. Also ja, stimmt. Ist ja noch nicht mal ohne. Ja, ist das ohne, wäre das ohne den cooler? Ich würde das dann mehr Leute verstehen. Also zumindest vom Bewertungsfaktor sind Domains mit einem Minus drin immer scheiße. Scheiße, ja. Okay. Ja, siehst du, da bin ich einfach, ich bin ja nicht so wie du und Quink und so, ich bin ja so ein YouTube-Experte, sondern wie heißen die hier, Social Media Berater? Influencer. Ich habe ja keinen Influencer. Social dementsprechend. Profi-Influencer. Genau. Also ich habe ja auch das Influencer-Diplom gemacht damals. An der Christoph-Krachten-Universität. Schön, ey. Seitdem tue ich jetzt quasi gemeinsam mit meinem Freund Ogü, falls du ihn noch kennst, Ogü, ja, von Y-Titty, durch Deutschland und kläre halt Firmen auf, wie sie dieses Social Media benutzen. Ja, es geht mit dem Bietchen und dem Blümchen und den Followern. Genau. Ja. Also ich mache den deutschen Teil, Ogü spricht meistens Französisch. Was auch sonst. Was auch sonst, ne? Also, oh je, nee, also ich, nee, ich nicht. Also, Social Media. Nee, also ich kann wirklich mit Fug und Recht bomben, dass ich Social Media absolut nicht verstanden habe. Also überhaupt nicht. Also das ist total lustig auch, weil ich zu einer Zeit auf Twitter rumgeturnt bin, wo die Leute alle halt gesagt haben, Twitter, das benutzt doch keiner, voll dumm, warum sollte man das benutzen und so. Weißt du, und heute mal ist irgendwie der Präsident der Vereinigten Staaten und irgendwelche anderen Spastivögel. Und du guckst dir so an und denkst, okay. Und also ich folge zum Beispiel einer Person, die twittert was. Und wenn du dann so durch deinen Feed scrollst, dann twittert die das Gleiche nochmal irgendwie 5 oder 6 Mal nacheinander, immer wieder. Und dann, du folgst auch Alexi Bexi. Und dann guckst du aber in deren Twitter-Feed rein, also auf deren Seite sozusagen, aber da ist der Tweet nur einmal drauf. Und ich frage mich bis heute, woher das kommt, ob das irgendwie eine Software ist oder so, die dann in 5 Minuten Abständen deinen Tweet wieder löscht und nochmal postet, um damit irgendwie einen Algorithmus auszutricksen oder sowas. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Ja. Vielleicht liegt es aber auch an deiner komischen Twitter-App. Aber das ist der einzige Typ, bei dem das so ist. Also ich folge halt einfach nicht so vielen so Medienprofis. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Also vielleicht kann gut sein, dass es bei ihm nur so ist oder so. Ich habe ihn dann auch mal darauf angesprochen. Er meinte so, ja, nee, manchmal. Ich wollte gerade sagen, warum fragst du Tänzen? Habe ich.
Nee, es ist nicht Tens. Aber immer, und dann habe ich den nämlich gefragt und dann meinte der so, ja, nee, manchmal, da würde ihm nicht angezeigt werden, wenn er einen Tweet gesendet hat, dann drückt er nochmal Enter. Und dann passiert das. Denke ich mir auch so, okay, also er wartet dann 6 ganz, Minuten. Ganz ehrlich, das ist irgendwie so, das ist also genauso wie diese ganzen, als YouTube voll angesagt war und jeder mit YouTube Geld machen wollte, also ja. wo die noch alle sagten, geil, jetzt werden wir alle Millionäre. Ja. Ja. Dann haben sie ja teilweise, weil es angeblich bei irgendwelchen Leuten dann nicht in der Abo-Box aufgetaucht ist. Diese Abo-Box-Probleme, erinnerst du dich noch? Ja? Die Videos wieder gelöscht. War das Quatsch? Also ich sag nach wie vor, das war Quatsch. Aha, okay. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht überprüft. Ich habe da die Dings habe ich gehört, die ganzen Beklagungen. Also so ähnlich klingt das. Ja, mein Gott, wir können ja auch neue Worte, Wort-Creations. Wort-Creations erfinden. Ja, wir können die ganzen neuen Wort-Creations auf jeden Fall mal in unsere Beklagungen mit aufnehmen, finde ich. Willst du einfach mal anmoderieren, so ein bisschen? Hallo und herzlich willkommen zur Mutter, deren Schwester einmal mit investigativem Journalismus Beischlaf verübt hat. Hier ist die Isolierstation und ich habe mir heute wieder einen Gast dazu geholt. Bei mir ist der Frankster. Das bist du. Du musst jetzt Hallo sagen und dann musst du meinen Namen sagen. Ich bin hier beim Demon. Genau, wir sind quasi beieinander und deswegen wundern wir uns. Also ich bin zu Frankster gefahren, weil es mir und jetzt wundern wir uns, weswegen wir schon wieder getrennt voneinander sind, weil jeder zu dem anderen jeweils nach Hause gefahren ist. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, was wir hier eigentlich aufnehmen. Also klar, es ist die Isolierstation. Wen hätte das jetzt gewundert? Also dich und mich wahrscheinlich nicht, weil wir sprechen ja auch vorne dran, wenn man da draufklickt. Ja, ne? Aber nee, wegen der Nummer ist die Ausgabe 275. Und ich wollte ja erst so als Running Gag, also wollte ich so einleitend sagen, es ist schön, dass das seit das Ganze nicht mehr die Isolierstation, sondern die neue Isolierstation, quasi Demons Isolierstation ist. Finde ich schön, dass das, also wollte ich da ursprünglich sagen, dass es schön ist, dass da jetzt so ein bisschen Kontinuität drin ist, dass es jetzt auch quasi regelmäßig veröffentlicht wird, dass wir jetzt quasi nach der April-Ausgabe direkt die Mai-Ausgabe nachschießen. Dass ich das richtig gut finde. Zum einen, und dann wollte ich so den lustigen Gag bringen, es gab keine Ausgabe im April, dann nehmen wir die halt jetzt auf, dann müssen wir aber nächste Woche noch eine Mai-Ausgabe aufnehmen, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Krieg das hin, also das ist überhaupt kein Thema. Okay, ich wahrscheinlich nicht, aber du kannst dann gerne noch eine Mai-Ausgabe aufnehmen. Nämlich ja leider eine Ausgabe, eine Aufgabe aus, ach Gott. Ja. Mach doch einfach. Ja, und dann habe ich gerade gesehen, Titelthema der letzten Ausgabe, und die ist ja jetzt auch schon 2 Monate her, war unter anderem Xavier Naidoo und die elende Rechts-Links-Debatte. Mhm. Damals habe ich den werten Herrn ja noch verteidigt. Wollte ich nur gerade anmerken, könnte ich heute nicht mehr. Wieso das denn nicht? Es ist mir jetzt zu verschwurbelt. Was jetzt natürlich die Frage stellt, warum war mir Rechts-Links-Debatte nicht verschwurbelt genug? Hingegen Corona-Debatte ist mir verschwurbelt genug. Du hast ja jetzt quasi im Vorgespräch, was exklusiv für die Patreons zu hören ist, unter patreon.com/isolierstation, schon angedeutet, dass du jetzt die letzten Folgen der Tafkak-Show nicht gehört hättest. Tafkak-Show, sehr gut, ja. Sonst hättest du vielleicht mitbekommen, dass ich da so ein bisschen ganz kleinen Gewissenskonflikt habe, beziehungsweise die letzten Wochen durchlebe. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe ja schon mal erzählt, ich folge gerne ganz breiten Meinungsspektren, gerade was Politik angeht. Das heißt, neben Rechten oder vielleicht auch Ultrarechten versuche ich dann auch Ultralinken und Linken zu folgen, ja, damit ich da nicht in so eine Blase gerate, in die ich wahrscheinlich ohnehin schon geraten bin. Ja. Und im Zuge von Corona, das habe ich jetzt in der Tafkak-Show mit Geoma schon erzählt, ist mir jetzt aufgefallen, dass Leute in meiner Facebook-Timeline, also persönlicher Bekanntenkreis, also Leute, die ich auch wirklich kenne, mit denen ich bisher politisch eigentlich immer so einer Meinung war, die jetzt halt auch eher in die so Thema Flüchtlingsdebatte, bla etc., weißt ja, ich bin da ja eher konservativ oder wie du es mal so schön gesagt hast, ich glaube noch nicht mal, dass du rechts bist, du bist einfach nur ein Rassist. Ein schöner Spruch von dir. Ja. Aber jetzt stelle ich fest, dass jene Leute, mit denen ich eigentlich politisch auf einer Linie war, dass die jetzt Corona-Schwurbler werden. Also, du musst mir das mal ein bisschen erklären, weil für mich ist das super. Also pass mal auf, hör mal zu. Die Leute wie Wodak, bevor du jetzt irgendwas sagst, muss man bla 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 bla. Muss mir jetzt auch wenigstens mal sagen, was ich ganz ehrlich sagen will. Also,
Was soll ich für mich ist das super dünnes Eis. Ich habe mega krasse Angst vor diesem Thema, weil es super sein könnte, dass ich einfach irgendwann nichts mehr sage, weil ich mir dann so denke, ja gut. Also folgendes ist der Punkt. Du hast Kinder, ich nicht, ein Kind. Aber trotzdem, du hast Kinder, ja, Mehrzahl, so wie Anwälte. Man hat ja immer mehrere davon. Notiz an mich, das ist jetzt der Moment, wo ich in der Nachbearbeitung dann die langsam sich steigernde, gruselige Musik noch reinspielen muss, weil Demon gerade sein Schwurbler-Outing macht. Richtig, aber genau. Red weiter. Also wenn du mir jetzt gleich dann irgendwann sagst, dass du der festen Überzeugung bist, dass Impfungen nicht helfen und so, dann darfst du das alles machen. Das ist echt okay. Eben, du aber hast ich schon mitbekommen, dass ich gerade das Gegenteil eingeleitet habe in den letzten zwei Minuten. Du hast nur Corona-Schwurbler gesagt und das könnte ja alles sein. Ne? Also deswegen, ich wollte nur einfach sagen, sollte das in diese Richtung jetzt gleich gehen, bitte nicht wundern, liebe Zuhörer, da würde ich mich da wahrscheinlich raushalten. Ja, aber das ist doch vollkommen abwegig. Gerade weil ich Kinder habe, sollte ich doch der Meinung sein, dass Impfungen wirken. Meiner Meinung nach schon, ja. Der logische Menschenverstand sagt. Deswegen, aber ich habe doch gerade schon gesagt, also jetzt könnte ich den Xaver, jetzt könnte ich, wie heißt der Veganer-Spinner? Attila Hildmann. Hattest du den vorher? Den Attila Hildmann? Ja. Schon mal gehört, weil ich so eine ultra-vegane... Veganer bist. Bin ich, also... Ich bin seit Jahren Veganer, ja. Also ich würde niemals irgendwas Fleischiges, auch nur ansatzweise essen. Eher Karibus, die Geweihe rot färben. Haribo kann ich leider nicht essen, nein, weil da ist ja auch Gelatine drin. Und wir wissen, Gelatine, das kommt direkt aus dem Schwein. Das machen die ja. Direkt aus dem schnellste Schwein auf. Das Schwein scheidet Gelatine aus. Überall. Liebe, spritzt überall. Über die Straße. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Schwein angestochen hast. Liebe Kinder, der Frank sagt, kann kein Haribo essen, weil das Schwein ist ein dreckiges Tier. Das geht nicht. Aber das hat auch was mit Ehre zu tun. Ja, okay. Nein, das wollte ich nur sagen. Zum einen, ich könnte den Xaver heute, zumindest was das Thema angeht, nicht mehr verteidigen. Und ich verzweifle an diesen ganzen Leuten, die auf die Straße gehen und weil sie denken, sie werden dazu gezwungen, zwangsgeimpft zu werden, doppelgemoppelt, hält besser. Ja, also, brauchen wir auch gar nicht ansprechen. Mir ist es jetzt gerade nur aufgefallen, dass, wie gesagt, und im Zuge dessen, weil ich jetzt festgestellt habe, dass das Leute waren, mit denen ich politisch eigentlich konform laufe, die jetzt so einen Schwachsinn teilen, habe ich auch schon angekündigt, wenn diese Corona-Phase überstanden ist, was sie ja hoffentlich irgendwann ist. Dann gehst du zu denen und haust dir dann aufs Maul, weil dann endlich kein Social Distancing mehr ist oder was? Nee, dann werde ich auch mal meine politischen Ansichten auf den Prüfstand stellen. Aha. Mhm. Ja. Hier nochmal ganz kurz zu dem Thema. Ich habe da tatsächlich eine ganz interessante Theorie ist das falsche Wort eigentlich, aber ich habe da auf jeden Fall einen ganz interessanten Beitrag nämlich noch zugehört, den ich auch diesen Sonntag im Postcast nochmal ansprechen möchte, weil aus irgendeinem Grund hat sich auch Quink vorgenommen, dass wir das... heute oder letzte Woche, je nachdem wann das hier veröffentlicht wird. Ja, bla bla, irgendwann. Also in der nächsten Postcast-Folge jedenfalls. Was ist denn der Postcast? Wo gibt's das? Was ist eigentlich... Was? Ja, war klar.de allerdings mit Minus, das heißt, es ist leider nicht ganz so cool. Naja, ich weiß. Aber ihr könnt war klar auch einfach in dem Podcast-Player eurer Wahl suchen. Das stimmt überhaupt gar nicht, weil, also zum Beispiel, mich gibt es nicht auf Spotify. Bin gerade ein bisschen irritiert. Ich bin jetzt auf war klar. Ja. Ah, sorry, es war mit Minus. War klar.de gibt es tatsächlich. Ja? Ach, echt, da findet ihr war klar rockt. Ja, danke. Das ist eine schöne Rockband. Und die Seite ist von 2020, das heißt, die Seite kann es noch nicht so lange geben. Da hat einfach einer, der das Podcast-Projekt hatte, nicht mitgedacht und nur eine Domain, und zwar mit Minus registriert. Ach, passiert, ist mir aber auch egal. Also. Jedenfalls schreibe ich gerade an und frage, ob die das echte war klar sind und ob sowas gegen den Podcast unternehmen wollen. Wieso soll ich das machen? Nein, nein.
Ich habe ja auch var-klar-ch. Oh Gott, Jan. Okay. Die sehen aus wie... ja, sieht gut aus. Schöne Band. Hm? Bitte verklagt mich nicht. Ihr seid toll. Ja. So, Jens. Guck mal, das ist von Jens Nino oder Nino, je nachdem. Vielleicht heißt der auch Nino. Nino. Nee, Nino. Nino. Bernie. Nee, oh, Ernie. Sorry. Ernie ja, und Bernie. Ja, er ist am Bass, deswegen habe ich gerade an Bernie. Also Ernie, also nochmal jetzt. Nee, komm, also Jens, Nino, Ninho, Ernie. Ninho. Und natürlich Wolfgang. Das ist der coolste englische Name der Welt, ist Wolfgang. Ja. Naja, wie machst du da? Ja, also tolle Band, die ihr da habt. Klingt also sehr gut. Könnten die Leute rein theoretisch auch auf warklar.de und nach dem Podcast schauen? Ja, das könnt ihr hier versuchen, aber ich glaube, die kennen mich nicht. Ah, okay. Genau, aber ist egal. Sieht auf jeden Fall nach einer Band aus, die man sich merken muss. Schreib die doch mal an, vielleicht machen die dir ein neues Intro und Outro. Das wäre eigentlich eine geile Idee. Das wäre doch geil, oder? Ja, wirklich. Also vor allem gerade T-Shirt von War klar. Ja. Werbevertrag mit War klar, das wäre eigentlich schon witzig, ja. Muss ich mal anschreiben. Und der eine sieht aus wie Gero Langisch. Ja. Aber ist er nicht. Naja, jedenfalls. Wer auch immer Gero Langisch ist. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Ja, das ist der bekannteste Podcaster der Welt. Der gar keiner ist eigentlich so richtig, aber egal. Ja, egal. Jedenfalls, großer Fan, Gero, falls du das hier hörst. Ja, natürlich hört er das. Also, wer hört denn nicht die Isolierstation? Wer nicht? Das frage ich dich. So, zurück zum Thema. Ich wollte sagen. Welches Thema? Na, wir waren doch bei den Corona-Schwurblern. Ah. Ja. Okay. Ich merke schon, du hast richtig Bock, ne? Also, einfach nur, was ich sagen wollte, war, dass ich jetzt die Meinung gehört habe, und die finde ich jetzt erstmal gar nicht so, dass es für viele Leute, die da jetzt also so einen Quatsch verbreiten, gar nicht zwingend um den Quatsch geht, sondern halt einfach darum, dass gerade ihre Existenz weggefickt wurde. So, weißt du? Also es ist dann, keine Ahnung, es war jetzt einfach so ein Extrembeispiel, da hatten sie dann eben so Dudes. Es waren irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Berliner, ich glaube, es waren Frankfurter, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Völlig egal, es waren irgendwie so DJs aus der Umgebung, weißt du, so diese Art, ne? So, die natürlich jetzt alle bis irgendwann Ende nächsten Jahres wahrscheinlich keine Auftritte mehr haben, weil es gibt halt keine Discos mehr. So, ne, und die jetzt natürlich auf die Straße gehen und dann hast du da auch natürlich einen dabei, der dann eine Flagge hochhält und sagt, hier, Impfen ist außerdem auch von Bill und Melinda Gates Gift und so. So, jedenfalls, und die Theorie, die da also dann da steckte, ist, oder die dann dahinter steckte, ist, dass Leute, wenn du sie mit schlimmen Dingen, die im Zweifel existenzbedrohend sind, konfrontierst, dass sie dann halt einfach eher geneigt sind zu Kurzschlusshandlungen zu. Also weißt du, dass das jetzt nicht so ist, dass der wirklich daran glaubt, dass das so ist, sondern dass das ja gut, aber dann müssten dir so jede Männer ausflippen, austicken, die irgendwie Väter werden. Wieso? Achso, ja, stimmt, das recht gut. Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Nein, ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass das so ist. Ich will immer nur sagen, ich fand die Theorie zumindest interessant. Und auch so ein bisschen, dass man zumindest, also wie gesagt, ne, ich möchte wirklich nicht für, also bitte, aber dass man, weißt du, zumindest so weg von diesem Geschwurbel immer noch trotzdem Sympathie für die Situation, glaube ich, aufbringen kann. Ja, weil also, ich bin da ehrlich, ne? Also hier, jetzt mal angenommen, alle sind ja total Fans davon, dass wir jetzt bald nur Homeoffice haben. Ja, total cool. Also wirklich, ich freue mich da auch ein Stück weit drüber natürlich, weil vieles, bla bla, die ganzen Argumente kennt ihr, ja. Aber jetzt mal unter uns, Schweizer Arbeitskräfte sind gar nicht so günstig. Und warum sollte man da nicht einfach jemanden nehmen, der in Deutschland sitzt? Der hat doch auch einen Schreibtisch und kann ja auch im Homeoffice sitzen. Weißt du, was ich meine? So, also tatsächlich. Meine E-Mail-Adresse ist übrigens. Ah, sorry. Nein, aber jetzt mal ernst. Also, weil, also tatsächlich, ich habe jetzt noch keine Ahnung. Also es gibt bestimmt ein paar Argumente, die mir auch einfallen, die ich sogar logisch finde, warum das jetzt nicht total super ist. Und das funktioniert auch immer nur zu einem bestimmten Grad, aber gerade so im deutschsprachigen Raum, glaube ich,
das würden alle im deutschsprachigen Raum das machen, würden dann, glaube ich, vor allem, boah, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, hier unsere 1000 österreichischen Zuhörer könnten das ja mal sagen, ich habe im Kopf, dass in diesem ganzen Bürogewerbe und so, dass Österreich sogar noch günstiger ist als Deutschland. Aber sicher bin ich da jetzt gerade nicht. Jedenfalls, also Österreich oder Deutschland, eins von beiden, würde da halt einfach so massiv von profitieren, weil also, ja, klar, ich spreche dann auch Deutsch und das ist schon okay, also es wird schon klappen. Sagst du das jetzt als Exildeutscher in der Schweiz oder als fühlst du das gerade als Schweizer? Naja, also ich bin ja nicht tatsächlich hingezogen, weil es hier so viel Geld gibt, sondern weil ursprünglich wegen der Liebe. Weil du die Bitches klar machen wolltest. Ja, genau, ursprünglich wegen der Liebe. Und ich bin aber hier geblieben, weil mir tatsächlich die Leute hier gut passen. Also so von der Art her. Also ich mag das hier sehr gerne, hier zu sein einfach. Aber genau, ja. Geld ist natürlich auch nicht schlecht. Naja, so viel ist es halt eben nicht. Also kommt ja immer drauf an, was du so für einen Hintergrund hast. Aber ich sag mal so, also genau wie bei jedem anderen Menschen bleibt bei mir am Ende des Monats auch nichts übrig. Ja, so. Wie viel Mischpuls hast du inzwischen? Wie viele Mikrofone? Eins. Ja, das ist wie aber egal. Computer? Das ist aber egal, weil das alles mit deinen Ansprüchen dann halt wächst. Klar, weißt du, wenn ich jetzt morgen ja nach Deutschland zurück müsste und harzen müsste, dann würde ich mich da auch irgendwie wieder mit arrangieren können, denke ich. So, Punkt. Ja, kann ich halt so sagen. Aber das ändert halt nichts daran, dass ich nicht, also das, keine Ahnung, ich habe mir, als ich Student war, so gesagt, boah, überleg mal, ich komme im Monat aus mit, was waren das? Ich habe BAföG Höchstsatz bekommen, 540 Euro, glaube ich. Boah, ich komme im Monat mit 540 Euro. Wenn ich jetzt einen Job hätte, bei dem ich 1400 Euro kriegen würde, überleg mal, ich hätte jeden Monat 1000 Euro, die ich einfach so auf der hohen Kante hätte. Naja, hat nicht so gut funktioniert, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, also, ja, weil die Ansprüche steigen natürlich dann auch irgendwie. Ja, absolut, ne? So, und deswegen, also ne, so, und dann hast du halt, keine Ahnung, am Studium hatte ich dann erstmal einen 46.000 Euro Kredit, der ist jetzt auch fast abbezahlt. Ja, und dementsprechend, ja, also, nee, klar, also du hast schon recht, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass mein Lebensstil total scheiße ist. Und ich habe auch jede Menge Gadgets, aber inwiefern das jetzt irgendwie ausdrückt, dass ich reich bin, ich weiß nicht, glaube nicht. Ja, so ist das halt. Naja, wie dem auch sei. Punkt ist jedenfalls, ne, also ich mache mir natürlich dann auch meine Gedanken und hoffe, dass alles voll gut wird. Mal gucken. Um nochmal auf dein DJ-Beispiel zurückzukommen. Ja. Stell dir mal vor, es gäbe jetzt noch ein Problem und weil das irgendwie auch, keine Ahnung, China produziert wird, kriegen wir noch einen Engpass an USB-Sticks, dann sind sie doppelt gefickt. Dann können sie nämlich ihre Playlist nicht. Das war der Gedanke, den ich hatte. Können sie nicht mehr die Playlist einstöpseln, vielleicht müssen sie selber noch. Ja, oh, DJ ist ganz toller Job. An USB-Sticks. Ja. Dieser verdammte USB-Stick-Mangel, der die ganze Welt in Atem hält. Kontinuität hier reinzubringen. Wir haben ja in der letzten Ausgabe angekündigt, dass wir uns beide auf TikTok umschauen würden. Also ich habe mich zumindest registriert und mal ein Video hochgeladen. Weiß ich nicht, hast du es dir mal angeschaut? Ich habe es mir angeschaut, ich habe mich registriert, ich habe mir aber auch coole Videos rausgesucht gehabt. Aber kickt irgendwie nicht wirklich, ne? Also irgendwie also so, dass man sich selber... Alter, ich bin doch kein Content-Creator. Jetzt mal im Ernst. Natürlich bist du ein Content-Creator. Nee, überhaupt nicht. Creator. Ja? Ich bin doch kein Content-Hater. Ich hab's nicht mehr auf. Doch, ich hab's noch auf. Wenn ich hier ins Apple War Wiki schaue, dann sehe ich unter Demon. Gibt ein Apple War Wiki. Schauspielerei/Bildbearbeitung. Das war dein. Und Schauspielerei ist ja wohl mal. Also sowohl als auch Bildbearbeitung ist Content Creation in der reinsten Form. Bildbearbeitung? Meinen die? Also meinten die jetzt so Photoshop oder was? Ja, keine Ahnung. Aha, ja, gut. Kenne mich doch nicht aus mit hier. Ja, ne, wusste schon, es kommt jetzt tatsächlich der nächste Final Frustration. Und tatsächlich sagen sie darin, also ich wusste nicht, wie alt das alles schon wieder ist, aber sie sagen darin, wie alt das schon alles ist, quasi. Und das ist 11 Jahre her, Alter. Ja. Da finde ich, dass wir mit unserer April-Ausgabe im Mai noch relativ früh sind. Ja, durchaus.
Ne, also von daher, ja, genau. Und vielleicht werde ich da sogar einen kleinen Gastauftritt haben. Mal gucken. Da sind wir aber alle gespannt. Die, ja, ich bin natürlich auch Apple War noch auf dem. Natürlich, Apple War, größte Dingsbums. Ja, ja. Ja, die eigentliche Thematik, die wir ja beschlossen haben, als du diesen Podcast übernommen hast und mich Gott sei Dank nur als Sidekick beibehalten hast, war ja, Dimon Kubalcek und Frank Stern reagieren auf Internet-Dinge, die sie nicht verstehen. Ich habe mir da diesbezüglich... War klar.de zum Beispiel. Wie man Domains registriert, Dimon. Wenn du eins mit Minus registriert, dann nimm auch das ohne. Hype im Netz. Die 6 größten Internet-Trends, da bin ich bei Internet World Business drauf gestoßen. Dachte ich, können wir mal drüber sprechen? Gut, dass die ganzen Internet-Trends aus dem Jahr 2016 sind, das ist jetzt mal zweitrangig, ne? Also hier Nummer 1. Aber das erhöht auch die Chance, dass ich das vielleicht sogar kenne. Ja, ne, dachte ich mir auch. Die Mannequin Challenge. Ah, die Mannequin. Genau, ja. Menschen präsentieren sich dabei wie Eingefrorene und drehen Videos, auf denen Darsteller wie Schaufensterpuppen in einem Standbild posieren. Ja. Warum habe ich das damals nicht mitbekommen? Das hast du nicht mitbekommen. Ist aber total interessant. Weißt du nämlich, worauf das zurückgeht? Final Frustration Folge. Nein, aber tatsächlich wollte ich dich nämlich da mal drauf ansprechen. Auf die Challenge? Ja, ja. Aber tatsächlich auf das, worauf das zurückgeht. Nämlich, kennst du die Fernsehserie, hier steht Fernsehserie, weil das irgendwie noch alt ist, aber also die Serie jedenfalls, kennst du die Serie Westworld? Na, die ist ja so alt, die kann ich ja gar nicht gesehen haben. Was? Nein, die neuere, also die von 2016 halt eben. Westworld. So, na also, so, ne, genau. Und in Westworld stehen ja hier, die Roboter stehen ja immer so rum, so leblos halt eben. Wenn ja, ganze, so, genau, und daher kommt das, weil das... Pro Folge stehen da einfach Roboter einfach nur rum. Die ganze Zeit, genau. Die Kamera fährt ein bisschen drumrum, gibt unterschiedliche Folgen. Das ist auch quasi die Story. Nächste Staffel spielt bei Kaufhof, ist dann schon eine Rarität, weil Kaufhof gibt es ja danach wahrscheinlich. Das Ding ist jedenfalls, dass dadurch also dieses Mannequin-Ding total... toll. Also das fanden die halt alle toll und dann haben die das halt alle gemacht. Das fand ich sehr faszinierend und ich wollte dich nämlich fragen, ob du Westworld eigentlich geguckt hast und vor allem, ob du es eigentlich heute noch guckst. Ich habe die neue Staffel noch nicht geschaut, nein. Ja, ich habe tatsächlich nämlich nur die erste und die auch nicht zu Ende geguckt, bedauerlicherweise. Oha. Ich weiß leider, also was heißt leider, also ich weiß halt, wie sie ausgeht, die erste Staffel. Ich glaube, du willst das hier nicht spoilern, ne? Du magst das Spoiler nicht. Aber auf jeden Fall... Kleine Pipi-Männer. Was, bitte? Was hast du gerade gesagt? Spoiler haben kleine Pipi-Männer. Okay, danke. Ich habe verstanden, Frauen haben kleine Pipi-Männer und ich dachte mir so, was? Moment. Genau, also Spoiler und Frau klingt ja auch ungefähr gleich. Ja, also ich sage ja auch immer, wenn ich nach Hause komme, Spoiler! Ein Mann ist da, bring mir ein Bier. Sie antwortet dann immer, Folge 34 endet. Ja, das ist doch, Männer wollen doch auch immer Spoiler im Auto haben, zum Beispiel. Das heißt doch Frauen an Autos, oder nicht? Ja, hinterher, aber das war was anderes, darf man ja nicht. Ja, frage ich mich bis heute, warum Knöpfe sind doch vorne. So, zurück zur Mannequin-Challenge. Ja, die habe ich mitbekommen, du hast sie nicht mitbekommen, das ist ja sehr, sehr faszinierend. Was hältst du davon, Frank, jetzt, wo du sie mitbekommen hast? Ja, nix. Okay. Aber auch angesagt, also tierisch angesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil das ist jetzt wirklich, also das hat, glaube ich, wirklich niemand mitbekommen. ICE Bucket Challenge. Nee, das hat echt niemand mitbekommen. Total, also, übel, hab ich noch nie was gehört. Das war irgendwie total lächerlich, oder? Ich meine, das war ja eigentlich für einen guten Zweck, aber die allerwenigsten haben das wegen einem guten Zweck gemacht, sondern eher um Klicks zu generieren, weil es halt einfach jeder gemacht hat. Ich glaube, ehrlich gesagt... Das sollte ja ALS, quasi Nervenkrankheit, ins Bewusstsein rücken. Und wenn du heute an die Ice Bucket Challenge denkst, hätte es jetzt nicht runtergelegt. Ich hätte nicht sagen können, für welche Krankheit das war. Nö, das auf gar keinen Fall. Das Ding ist, wie soll ich sagen? Also ich glaube, besser wäre es gewesen, ja, wenn automatisch mit der Teilnahme an der Ice Bucket Challenge die Werbeeinnahmen, die dabei generiert wurden, automatisch gespendet worden wären.
Das wäre cool gewesen. An Bill Gates, damit der einen Chip produzieren kann. Natürlich. Fürs Jahr 2020. Wen denn auch sonst? Ja, wer soll es denn auch sonst machen? Ne? Ja, genau. Bitte, ich finde das so geil. Ne? Ich habe das ja wirklich dann mal mir 5 Minuten oder so gegeben, Ken Jebsen. Ich finde das halt so geil, wie der es schafft. Jedes Mal, wenn er Bill Gates sagen möchte, immer sagt er Bill and Melinda Gates. Bill and Melinda Gates. Das ist so ein Wort, so Bill and Melinda Gates. Klingt wie so ein Beat. Bam, 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 bam. Bill and Melinda Gates. Genau. Womit wir jetzt hier bei Doppelweg sind, der hat nämlich bestimmt auch ein Lied dazu gemacht. Bill and Melinda Gates. Ja. Ja. Die genau. Ice Bucket Challenge. Ja, da nee, aber auf jeden Fall, das wäre halt cool gewesen. Ich glaube, ja, weiß ich nicht, du ganz ehrlich, also hast du jemals, und das mache ich jetzt mal ganz ernst, bist du jemals morgens aufgewacht? Zum Beispiel gestern. Ja, gestern. Bist du gestern wirklich aufgewacht und hast dir gedacht, ja, heute ist er. Heute ist der Tag, wo alle Menschen daran denken, dass ich Vater bin. hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, besonders gewertgeschätzt gewesen zu sein gestern oder so? Ja, war Schnitzel- und Blowjob-Tag bei euch? Also nein, nicht. Aber ja gut, Schnitzel- und Blowjob, ach, komm, hab ich noch nie erlebt. Da musst du ja die passende Frau finden. Ja, okay, ich verstehe, ja. Nein, nee, also aber, ganz nein, ehrlich, ja. Gerade beim Aufwachen ist vielleicht ein verdammt schlechtes Beispiel. Ich habe kennst du die Emma-Matratze? Testsieger-Matratze? Oh, Stift- und Warentest. Ist das, ist das unser Werbepartner? Ja, also ganz neu, ja, natürlich. Da würde ich jetzt auch nicht total sagen. Super, natürlich kenne ich seit einigen Wochen die Emma-Matratze und seitdem wache ich immer auf und denke, scheiße, habe ich Rückenschmerzen. Was? Aber geile Matratze. Okay, ja, ich wollte gerade loslegen und sowas sagen wie, natürlich kenne ich die Emma-Matratze. Ich wollte es am Anfang ja nicht glauben, aber die Emma-Matratze ist so gut und bla bla. Und jetzt kommst du mit so einer Scheiße um die Ecke. Naja, gut, egal. Ja, ja. So, jedenfalls, genau, diese ganzen Tage, diese ganzen Aktionen, die mir irgendwas in Bewusstsein rufen sollen. Also, ich will euch da jetzt nicht die Illusion rauben, aber es klappt halt selten. Es klappt wirklich, wirklich selten, ehrlich gesagt. Das funktioniert. Das mir ja so gut, aber der Vatertag ist jetzt auch nicht der Nein, nur als Beispiel. Dein Vatertag, das ist der trifft dich abends mit deinen Freunden und sauft dir die Hucke weg Tag und zwar der und hab sogar eine Ausrede dafür Tag. Genau, aber genau halt gerade nicht, ja. Wenn du es jetzt machst, bist du ein Arschloch. Aber genau stört die Leute ja auch nicht. Aber genauso ist es ja, auch mit der Eisbucket Challenge. Das ist ja auch nur die mach irgendwas, was geringe Produktionskosten hat. Ich meine, also, ja, einen Eimer mit Wasser füllen. Eiswasser. Ja, genau. Das hat bestimmt jeder gemacht. Das hat bestimmt klares. Jeder gemacht. Ja, klares, kaltes Wasser. Genau, kaltes, heißer Kaffee, Junge, echt jetzt. Jedenfalls. Heißer Kaffee Challenge, das wär's doch mal. Bretten heißer Kaffee. Und dann schüttet ihr über den Kopf um. Jetzt neu zu Weihnachten. Jetzt neu zu Weihnachten die Glühwein-Challenge. Kippt ihr einfach so einen Bottich Glühwein direkt in den Nacken. Wir wollen damit auf. Auf was wollen wir denn? Ja, auf was wollen wir denn da aufmerksam machen? Auf die Zustände auf deutschen Weihnachtsmärkten? Keine Ahnung. Oh. Ja. Nee, also gut. Wär's. Ja, okay. Genau. So, gut, Eisbucket. Nächstes ist wieder eine Challenge, die habe ich nicht mitbekommen, vielleicht weil ich jetzt auch nicht so ein großer Biertrinker bin. Aber es gab wohl 2016 etwas, was als Internettrend geläufig war, das nannte sich Biernominierung. Nee, habe ich nie was von gehört. Sich nee. Gegenseitig machen. Mit einem guten Zweck hatte der Trend jedoch nichts zu tun. Wer hätte das gedacht? Vereinfacht handelte es sich um Videos von biertrinkenden Menschen. Nominierte hatten 24 Stunden Zeit, um mit einer eigenen Trinkaktion zu antworten. Und wieder neue Leute zum Mitmachen aufzufordern. Ja. Der Aufruf zum Alkoholtrinken sorgte für Kritik und war für Marken eher eine gefährliche Spielwiese. Okay. Habt ihr lustiges Bier bei euch? Wir haben hier ein lustiges Bier, finde ich. Ey, bist du das lustige Bier? Genau. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ein lustiges Bier. Erzählt dir das Bier einen Witz, wenn du die Flasche öffnest? Ja, nee, das gehört davor eigentlich. Du wirst auch gleich, pass auf, also und zwar, das hier ist, hier ist eine Dose.
Also nicht nur ist das Bild, was auf dem Bier drauf ist, du musst das ja den Zuhörern gleich alles beschreiben wieder, aber auch der Name ist sehr gut. Also ich poste dir jetzt diese Flasche Bier, Dose, hier in diesen Chat und dann kannst du es den Zuhörern ja mal beschreiben. Ich finde das jedenfalls sehr lustig. Ist wieder der Moment. Ist das bei dir im Podcast eigentlich auch so? Musst du da auch irgendwie Bilder besprechen von Leuten, mit denen ja, du auch bist? Ja, toll. Hellquellfrisch, Appenzeller Bier und irgendein Typ in einer Schwarzwaldtracht mit einer Kuh und einem Hund steht an einem See und im Hintergrund ist ein Berg, der aussieht irgendwie wie ein schuppiger Fisch. Ja, aber finden Sie nicht Quellfrisch sehr, sehr witzig? Ich finde das sehr, sehr lustig. Ja. Erzähl mir den Witz nochmal. Was, du willst den Witz nochmal erzählen? Na gut. Ja, wenn ihr Patreon seid und das Vorgespräch gehört habt, könntet ihr diese Anekdote gerade lustig finden. Genau, richtig. Oder wenn ihr einfach... Schnell zum nächsten Hype. Zum nächsten Hype. Los geht's. Den ich auch nicht mitbekommen habe. Aha. Ja, du bekommst ja gar nichts mit. Meine Kinder hast du mit Eisbaguette hast mitbekommen. Bier normalerweise hast mitbekommen. Bist du ja derjenige, der jetzt kommt. Nee, komm hier, hit me. Zeig mir, was ich noch. Ich kenne das bestimmt alles. Planking. Ja, gut, also wirklich. Also, boah. Was? Du hast dich fotografiert, wie du Kerzen gerade an Ich habe mich natürlich nicht fotografiert, aber Alter, das ist sogar eine South Park-Folge, ey. Das ist eine ganze South Park. Also ja, ich muss 5, 6, 7 Staffeln South Park halt aufholen. Tut mir leid. Hatte ich jederzeit die ganze Zeit nur South Park zu schauen, die Ja. Ja, so wie ich natürlich. Jeden Tag immer. Ja. Ja. Also jedenfalls, also Planking ist wirklich, also das ist, wie gesagt, es gibt eine South Park-Folge dazu. Ja, das ist fast wie eine Simpsons-Folge ist das. Haben wir bei GZSZ damals auch gemacht, 1945 auf RTL. Echt, bei GZSZ 1945? Krass. Ja, früher ging es doch 19:45 Uhr los. Ja, damals, als Adolf noch zum Cast gestoßen ist, ne? Mhm. Ich stehe in dein Herz! Der war dark. Gut, seit dann schlechter Zeit. Harlem Shake. Erinnerst du dich an den Harlem Shake? Achso, der Harlem Shake, das habe ich wiederum nicht mit. Also, komm, ich bitte dich, den Harlem, der war da überall, der war da sogar im Fernsehen. Ja, aber ich habe halt nie verstanden, woher das kommt. Also ich kenne Harlem. Den Harlem Shake und das ist irgendwie so eine Melodie, die dazu gehört oder so. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Naja, also, das ist also warum ist das berühmt geworden? Weil, also, weiß ich jetzt nicht mehr, wirklich. Also war das irgendwie, hat da jemand lustig getanzt oder war die Musik cool oder so? Was war da? Nee, also du weißt aber noch, wie sich zusammengestellt hat. Es gab dieses Intro, dann sah man noch ganz normal aus, dann gab es einen Schnitt und plötzlich haben alle getanzt. Aha. Ja, habe ich nicht mehr so richtig im Kopf. Aber ja, okay. Hm. Ja, achso, ja, und das hat einfach irgendjemand angefangen und dann haben wir das auch gemacht. Also laut deiner Seite, also war-klar.de, also beziehungsweise die andere Seite, die auf deine Domain überleitet, wie heißt sie? Wikipedia.org, ist der Harlem Shake, ein Lied des amerikanischen DJs und Musikproduzenten Harry Rodriguez, besser bekannt als Bauer. Ja, Doppel-A. Das ist super Bauer, bekannt. Bauer mit Doppel-A. Seit dem 22. Mai 2002 ist die Single als freier Download beim Label Mad Decent verfügbar, was so viel heißt wie, ihr wisst, was demnächst die neue Intro-Musik auf war-klar.de für sämtliche Podcast-Produktionen von Demon wird. Der Song enthält Elemente der Musikrichtung Hip-Hop und Trap. Im Februar 2013 wurde ein Video, das der Internetkomiker Filthy Frank, ja, ist ein Spitzname von mir, hochgeladen hatte und in dem ein Teil des Liedes zu hören ist, zum viralen Internetphänomen auf YouTube. Das Video fand mehr als 40.000 Nachahmer, welches eine Tanzszene flashmobartig in zuckenden Bewegungen und in unterschiedlichen Umgebungen in zuckenden Bewegungen. Das klingt wirklich, als wenn jemand, der eigentlich bei der Tagesschau arbeitet, versuchen würde, Tanzen zu beschreiben. Sie zucken und sie rucken, auch am heutigen Oster. Genau. Ja, wirklich, zuckende Bewegungen. Das Tanzverbot. Nein, aber hier, wo du das gerade gesagt hast, das ist wirklich mal ein Internetphänomen, was ich wirklich nicht verstehen kann. Ne? Stichwort. Du verstehst sonstige Internetphänomene? Ich verstehe eigentlich keine dieser Internetphänomene. Ja, nee, pass auf. Und zwar, kennst du, weißt du, was Traps sind? Fallen. Genau. It's a trap. Ja.
Also quasi genau. Jedes Mal, wenn ich mit dir über Politik rede und du die, das Gespräch führst. Nee. Ich auch, aber it's a trap. Nee, hat nichts mit Politik zu tun tatsächlich. Also vielleicht, nee, nicht wirklich. Also und zwar ist das ein Phänomen, sind das so, also Moment. Onkel Demon erklärt. Ja, und zwar werden als Traps nämlich Videos bezeichnet, in denen du irgendwie so möglichst, wie soll ich sagen, entspannt auf den Bildschirm schaust und dann genau, taucht plötzlich das Gesicht vom Exorzisten auf. Ja, so ähnlich. Du also dafür, dass du keine Ahnung hast, wovon du gerade redest, bist du erstaunlich nah dran. Nee, ich hab jetzt einfach quasi mal nachgedacht, was es sein könnte. Und es gibt ja diese Videos, wo ein kleines Kind auf den Bildschirm schaut und es gibt dann irgendwie eine Landschaft und dann taucht. Das gab auch mal so einen Energy-Drink, der sich das quasi zunutze gemacht hat. So, also und zwar sind das Videos, wo du dann also sehr, sehr hübsche Frauen siehst, irgendwie, ja, die meinetwegen sich irgendwie räkelnd aus dem Wasser und dann ja so zwischen ihren prallen Dings und so weiter. Sie ins Wasser und plötzlich hat sie Kot in der Hand. Nee, sorry, meine Fantasie. Nee, und dann zoomt das so ihren Körper entlang und auf einmal hat sie einen Penis. So. Und du stellst halt fest, es ist ja keine Frau. A trap. Ja, genau, so. Und jetzt kommt der Punkt, das scheint, und ich habe das noch nicht, also hier, da können jetzt ja deine Zuhörer, Entschuldigung, meine ist ja meine Show hier. Das scheint also, in Thailand gang und gäbe zu sein, diese Frauen mit Penissen. So, aber genau das ist nämlich jetzt genau das Ding. Das muss irgendwas mit diesem Anime zu tun haben und so, aber ich habe nicht verstanden, was. Ja, und vielleicht weiß das ja jemand. Also wenn ihr das wisst da draußen, dann sagt mir das mal, woher das kommt. Aber es gibt jedenfalls jede Menge Leute, die das echt cool finden oder so. Und also, also ihr müsst mir sowas nicht schicken. Ich brauche das nicht zwingend, danke. Wenn ihr es ihm hingegen schicken wollt, dann könnt ihr das ja auch über WhatsApp machen an die +41 76 517 1337. Die Nummer seht ihr auch nochmal auf war-klar.de. Demon freut sich übrigens, das hat er mir im Vertrauen erzählt. Ich bin jetzt einfach mal so frei und spreche das an dieser Stelle mal aus. Deswegen warst du auch im Vertrauen, weil ich weiß, ich kann mich da einfach drauf verlassen, dass du schreckst und das dann einfach voll. Demon freut sich wirklich sehr, sehr, sehr über Dickpics. Auch so ein Internettrend. Bestes. Demon, eure Dickpics. Hast du schon mal ein Dickpic bekommen? Oder ein, weiß ich nicht, wie das bei vorne heißt, Vagina-Pic? Ich stehe auf und dachte mir, ich fühle mich heute besonders gewertschätzt. Dann greife ich zum Smartphone und schaue mir erstmal die letzten 50 Dickpics an, die ich über die International Dickpic Day. Das wäre es doch eigentlich. Weißt du, das wäre hier die Dickpic Challenge, um mal Frauen wieder so richtig zu wertschätzen. Das genau. Die ruft Demon. Also ich möchte damit nichts zu tun haben. Die ruft Demon hiermit ins Leben. Schickt einfach allen euren weiblichen Kontakten. Das ist die Challenge. Ja, allen euren Mutti, Oma, Ex-Freundin etc. Einfach mal ein Dickpic. Mutti, Oma, Alter. Ohne Witz, ne? Egal was es ist, ja, du hebst das alles mal aufs nächste Level. Das ist unglaublich. Ja, deswegen nennt man mich ja auch den Next Level Frank. Den Leveler. Frank, als ich den Harlem Shake gefunden habe, ne? Du bist dieser ominöse Leveler, der auf meinem Mischpult drauf ist. Genau, ja, also kennst mich vielleicht auch unter dem Codename Frank Crab. Oh Gott, er hat einen Codename. Okay, gut, mach weiter. Hier, komm, du wolltest. Gut, was war 2016 noch voll angesagt? Kenne ich überhaupt nicht. Gangnam Style. Ich habe der größte Internettrend. Ja, ich habe ja diese Freundin in Südkorea, die mir damals halt auch gesagt hat, dass keiner in Südkorea versteht, warum wir das alle oder halt warum der Rest der Welt das so toll findet. Das war ja schon 2012, aber 2016 hat man es noch als Internettrend bezeichnet. Ach so, okay, ja. Jedenfalls, irgendwann hatte die mir das, war schon 8 Jahre her, boah. Ich verstehe das halt nicht, weil das ist halt Südkorea, ja? Ja. Ist quasi nichts anderes als die Nationalhymne, ne? Also vor Fußballspielen steht auch die Mannschaft erstmal dann, keine Ahnung, Deutschland, die Hymne. Tatsächlich. Dann geht's los, wop, 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 Gangnam Style. Genau, also tatsächlich geht es, glaube ich, in dem Gangnam Style-Lied irgendwie darum, also Gangnam, die haben ja das erklärt, also Gangnam ist irgendwie so der Hippe, das ist quasi der Prenzlberg von Seoul, also ne, dieser großen Stadt in Südkorea. So, also Pictures.
Was? Nein, okay. Ja, genau. Also jedenfalls so ist halt dieser Szenebezirk oder irgendwie so, wo auch die ganzen Schönen und Reichen und so weiter so. Und es geht halt irgendwie darum, wenn ich es richtig verstehe, dass der da halt ist. Ist der so. Da? Ja, und ist der vielleicht ein Würstchen oder? Der hat halt den Gangnam-Style. Ja, und da, so Punkt. Also auf jeden Fall, nichts davon ergibt für irgendjemanden außerhalb von Südkorea vielleicht Sinn. Und in Südkorea haben die sich halt auch eher so gedacht, so, boah, ist ein okayes Lied. So, und dann aber wiederum, ne, so, what comes around gets around, so wie es heißt. Nee, what goes around comes around heißt das, ne? Egal. Also jedenfalls, der Punkt ist, am Ende war das Lied dann weltberühmt und dann fanden aber alle auch wieder den Sänger total cool, weil der jetzt ja weltberühmt ist. Das ist auch total egal. Ja, fand ich aber gut. Ja. Und dann haben sie sich getroffen und ein Würstchen gegessen. Richtig, genau. Und das Würstchen war gar nicht mal so unlecker, weil, halte ich fest, habe ich heute zum ersten Mal wieder dran gedacht, ich habe nämlich vor Jahren mal Bratwürstchen gekauft, die aus Steakfleisch bestanden. Und wahrscheinlich war das so eine Steak-Bratwurst. Bratwurst? Ich liebe Bratwurst. Ich weiß nicht, also die besten Bratwürste. War halt besonders zart. Ja, die besten Bratwürste, die ich jemals bisher gegessen habe, und das mag jetzt vielleicht ja klischeehaft klingen, waren tatsächlich Thüringer. Also, und zwar ist da wirklich auf so einem Treffen, wo alle aus ganz Deutschland irgendwie angereist sind, hat halt dann wirklich der Thüringer halt Thüringer Bratwürste mitgebracht. hatte sich auch extra so einen mobilen Kühlschrank mitgenommen, um die transportieren zu können. So jedenfalls. Und ich habe das erst für ein bisschen bescheuert gehalten, aber die waren halt echt lecker. Also die waren wirklich lecker, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also Thüringer Bratwürste sind geil. Es ist ihm trotzdem nicht gelungen, damals bei Apple War Picture unterzukommen, ne? Nee, ich kenne die Geschichte, weil der Fritz wollte ja weg von den Klößen und wollte mit Thüringer Würste statt Thüringer Klöße quasi einen Neustart wagen, webvideomäßig damals. Hat dann quasi Chan angeschrieben und war dann einfach mal ein Wochenende bei euch in großer Runde, aber trotz der Würste hat es wohl nicht gereicht für einen neuen Spitznamen und einen neuen Namen und Apple War Mitgliedschaft. Ja, sag du mir nochmal ganz kurz, wie ist eigentlich der komische Typ, den du so cool fandest irgendwann mal, der Handwerk-Kram gemacht hat, Dingsbumses Welt? Weiß schon jemand, ne? Dr. Allwissend. Nee, bei Funk. Hast du mir damals irgendwie ein Ohr abgekaut, dass da so ein Dude ist, den du eigentlich voll geil findest, der irgendwie so Heimwerker-Kram macht und der ist jetzt aber bei Funk und du weißt noch nicht, ob du das gut findest und dann weiß ich auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob der da heute noch ist oder so. Weißt du noch, wie der heißt? Da ich nie Heimwerker-Kram schaue. Doch, du hast mir das... Ja, bestimmt, wenn du das sagst. Also nennen wir ihn einfach Paul? Nein, das von war... Pauls Welt. Nee, das war halt irgend so ein Klausen von Klausens Welt. Wir können ihn auch. Jetzt mal im Ernst, willst du mich veräppeln? Du hast mir das doch damals erzählt. Ich habe keine Ahnung, ich schaue ja keine Ahnung. Ich habe zwei linke Hände. Ja, okay. Ja, ich schaue nicht Leuten zu, die das noch besser machen. Du hast mir das nämlich damals erzählt. Ich weiß nicht mehr warum. Aber so. Weil ich Klaus Klausen wahrscheinlich so gut finde. Weil du hast mir halt eben gesagt, dass selbst du das voll cool findest. Punkt. So, und dann dachte ich mir so, sage ich auch immer. Ich sage nämlich immer Punkt, wenn ich irgendwas beende. Ja, genau. So, und meine Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, kann es sein, ja, dass das Valulis war? Aber ich glaube, das war gar nicht Valulis. Keine Ahnung, wer Valulis ist, aber ich glaube, der heißt Klaus. Du kennst ihn auch nicht? Valulis? Valulis sieht fern, kenne ich, vom Namen her. Nein, aber nee, Valulis kenne ich nämlich auch nicht. Also deswegen, aber ich habe halt im Kopf gehabt, hier, der Frankster, der weiß jetzt bestimmt... Ja, ich bin ein großer Handwerker, ja. Also ich habe ja auch alles, was ich habe, selbst gebaut. Ja. Dieses Mikrofon, was du gerade hörst, ja, habe ich in mühsamer Kleinstarbeit selbst zusammengeschweißt. Ja, du hast ja auch Kinder, die haben noch kleine Hände, und, die können das. Und Skype, was wir jetzt gerade nutzen, was du ja immer gerne... Und das kommt von der Bill & Melinda Gates Foundation und ist dafür das habe ich, hab ich programmiert. In den Podcast zu pflanzen. Das hab ich programmiert damals. Ja, aber im Auftrag der Bill & Melinda Gates Foundation. Nein. Doch. Nein, das hieß auch damals noch anders. Ich habe es einfach Radiokontrollmechanismus Gedankenübertragungs... Ja, damals Software hieß genannt, kein nämlich noch Frank. Genau. Ja. Das ist halt schon ein bisschen länger her. Ja. Was bitteschön, lieber Demon? Ja.
ist ein Influencer? Jemand, der Leute beeinflussen kann? So würde ich das vielleicht auch sagen, aber nicht, wenn ich das gerne so ausdrücken möchte, dass auch die coolen Coding-Kids von heute wissen, was ein Influencer ist. Und da bin ich nämlich auf codingkids.de gestoßen. Das ist ein Magazin für digitales Verstehen, ja. Aha. Und da bin ich auf ein Zitat gestoßen, das finde ich jetzt gut, da weißt du auch genau, die drücken sich neutral aus. Da weißt du, wie der Bartel den Most Zitat mäßig. Versuchst du gerade Schiffsdinge zu sagen, hier nautische Metaphern zu bringen, weil ist dir auf jeden Fall auf das Schiffe, also das, wenn du mal auf Wikipedia so nach irgendwelchen Schiffen, so Schaluppe oder sowas guckst, dann stößt du immer wieder auf Captain Iglo. Nee, dann stößt du plötzlich, also du hast halt das Gefühl, als wenn irgendjemand einfach eine Parallelsprache entwickelt hätte. Ja, und dann irgendwie so, eine Schaluppe ist, wenn der Sprit am Bug den Mastsprit spräuselt. Und ich so, alles klar, jetzt weiß ich endlich, was eine Schaluppe ist. Dankeschön, vielen Dank. Und dann irgendwie, ja, aber was ist denn wohl eine Galeere? Na, also eine Galeere ist, wenn so, und du hast dann da immer noch keine Ahnung, was jetzt eine Galeere eigentlich ist. Das ist total lustig. Also, Demon. Ja. Jetzt mal ganz unter uns, ja? Ja, unter uns. Wenn ich morgens aufstehe. Das stimmt übrigens wirklich. Niemand hört mich zu gewährt hier. Und mich gewährt. Natürlich. Hallo? Ihr seid die Einzigen. Wenn du das jetzt hörst, wer auch immer du bist der Einzige, der diesen Podcast hört. Niemand sonst. Wenn ich morgens aufstehe und wenn ich halt morgens aufstehe, fühle ich mich dann halt sehr gewertschätzt. Ja? Und seht ihr das noch ein paar Dickpics? Okay, ja. Hm. Ja, dann kontrolliere ich die Dickpics, wie gesagt. Dann trinke ich erstmal meine Galone voll Wasser. Ja. Ja. Bewege mich dann in die Galone, genau, meine ich. Und dann bewege ich mich in die Küche und esse dann erstmal eine schöne Schaluppe mit Marmelade. Ja. Und dann habe ich aber ganz ehrlich morgens das Gefühl, dass irgendjemand eine Parallelsprache erstellt hätte. Und dann gehe ich erstmal kacken. Nee, auf jeden Fall. Also Coding Kids. Ja, Influencer sind Menschen, die jeden banalsten Schnipsel ihres Lebens öffentlich machen. Diese Schnipsel sind allerdings in teilweise absurdem Ausmaß inszeniert. Gut, was das allerdings dazu suchen hat. Ja gut, aber finde ich, ist eine schöne Zusammenfassung. Wer hat das denn? Das haben die Coding-Kids. De. Das Magazin für digitales Verstehen. Verstehst du denn Influencer? Sprachlich? Hast du damals gedacht, als du zu dieser kleinen ICQ Web-Video. Die Antwort lautet ja nein. Ne? Also, dass du mal einer der bedeutendsten deutschsprachigen Influencer werden würdest, dank Filmen wie Final Frustration. War das Final Frustration? Ja, wenn ich das gedacht hätte, dann hätte ich damals versucht, damit Geld zu machen. Aber ich habe das halt mir angeguckt und mir gedacht, ach du Scheiße, Mediakraft kriegt das noch nicht einmal hin, einen kompletten Vertrag per E-Mail zu senden. Ja, sondern schickt aber auch schwer, du musst den ja auch als PDF und die können ja nicht einfach die Doktor schicken. Sondern stattdessen schicken sie uns die letzte Seite, wo drauf steht, hier bitte unterschreiben. So. Und dann steht irgendwie so noch ein letzter Halbsatz und so drei Stichpunkte stehen auf der letzten Seite. Chan legt mir das vor die Nase und fragt mich, soll ich das unterschreiben? Und ich so, was? Nein, auf keinen Fall. Was soll das denn sein? Ja, das ist der Vertrag. Aber da steht auch gar nichts drin. Kannst du mir diesen Satz hier erklären? Ja, nee, aber ich habe halt gedacht, okay. Ich so, ja, genau, lass uns das machen. So. Jedenfalls so. Und lustig genug übrigens ist, dass das dann ja offensichtlich unterschrieben wurde, wie wir alle wissen. Aber Mediakraft hat die Unterschrift verklüngelt. Das heißt, später, als wir dann gesagt haben, bitte senden uns mal unseren Vertrag zu, wussten sie nicht mehr, wo der ist und haben dann einfach einen neuen geschrieben, den wir bitte nochmal unterschreiben sollten. Und sie haben dann auch wirklich noch so irgendwie so Praktikanten da dran gesetzt. Das war unglaublich lustig. Das war toll. Naja, also jedenfalls, ich habe mir das damals angeguckt und gesagt, nein, ich will nicht das. So, und dementsprechend, also Influencer kann ich nicht verstehen, tatsächlich. Du? Also ich bin ja quasi Influencer, sozusagen. Gesundheit. Ja, also. Ja. Jetzt fast 9 Jahre den bedeutendsten deutschsprachigen Podcast im gesamten Netz geführt. In der gesamten Juni, Bedeutung. Quasi, in der gesamten Bedeutung. Im Juni sind es dann übrigens 9 Jahre. Ne? Ja. Schon heftig. Also davon fast hier gefühlt 2 Wochen unter deiner Führung.
Ich hoffe, du fährst das Ganze nicht an die Wand mit der finalen Ausgabe das nächste Mal, ne? Nein. Nächstes Mal ist sie schon. Oh shit. Naja, du hast ja die April-Ausgabe übersprungen, ne? Ja, nee, klar, aber ich habe da ein super Finale mir schon überlegt. Das ist habe ich wieder nackig. Na toll. Schon wieder. Du lernst es einfach nicht. Ja, du lernst es einfach nicht. Und dann jedes Mal hier das Geschrei und das Geld, was du reinsteckst, so von wegen, ja, du als Student kamst du mit 550 Euro aus und jetzt musst du jeden Monat 3000 Öcken an den Anwalt abdrücken, damit er die Bilder, wo du nackt durchs Netz rennst, wieder irgendwie aus Google rauskriegt. Ja. So, du fragst dich also, ja, morgens, du stehst auf, ja, fühle mich als erstmal richtig super gewertschätzt, guckst ja, weil mir mein Sohn wahrscheinlich gerade ins Gesicht gefurzt hat. Und das Erste, was du dir denkst, ja, oder vielleicht auch dein Sohn, dreht sich dann zu dir um, ja, und fragt dich, ja, natürlich ein bisschen mit einer kindlichen Stimme, du Papa, was ist eigentlich ein Gaffelsegel? Und das Erste, was du sagst, ist das Gaffelsegel, ja, oder Gaffelsegel, die trapezförmig sind und an einer Gaffel gefahren werden. Klingt aber nicht nach mir. Ich sag dann einfach, Kind, halt deine Schaluppe. Sonst gibt's was auf die Galone. Ja, aber hier, guck hier, bitte, dieser Satz, nee, wirklich, das ist nur ein einziger, also das sind zwei Sätze. Ja, trotzdem, aber hier, also, Gaffelsegel, die trapezförmig sind und an einer Gaffel gefahren werden. Punkt, erster Satz. Ja, und denkst du, okay, warum steht das da? Was ist eine Gaffel? Egal. So, und dann geht's weiter. Meistens wird ein Baum zur Segelführung genutzt. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass es nichts mit dem Baum zu tun hat. Und was ist hier los? Warum reden die so? Wer redet so? Warum redet ihr so, ihr Schiffsmenschen? Seid ihr irgendwie komisch? Ja? Unglaublich. Spritsegel, viereckige Segel, die mit einer Stege, natürlich, womit auch sonst, die mit einer Stege das Sprit von der vorderen unteren Ecke am Mast zur hinteren oberen Ecke aufgespannt werden, bla. Spritsegel. Was? Wirklich, okay, unglaublich. So. Ja, das war der Moment, wo ich jetzt nicht bereut hatte, weil ich noch keinen ganzen Podcast gehört habe, sondern immer nur durch Seppe. Ich bin übrigens auch noch auf ein brandaktuelles Thema gestoßen, so vielleicht als kleinen oder feinen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir direkt aufhören, ich sage nur so als Rauschmeißer-Thema, über das wir nochmal reden. Ich sage jetzt nur mal so, tschüss, Steven. Ja, das war's. Mach's gut. Auf einer Seite, die nennt sich bildungab50.de, übrigens mit Minus. Ich weiß nicht, wer sowas mit Minus registriert. Also überhaupt Leute, die mit Minus registrieren, ja. Die müssen auch echt mal ab 50 sein, diese Leute. Ja, ich über ihr Leben verloren. Auf jeden Fall 5 angesagte Websites, die sie kennen sollten, um ihre Enkel zu beeindrucken. Das war 2014, wie ich gerade sehe. Und trotzdem, von diesen 5 Seiten kenne ich 2 nicht. Vielleicht sind die auch nicht mehr angesagt. Kann sein. Stellen wir gleich mal fest. Dim, bist du noch da? Oder Ja. Ich warte auf die Seiten. Okay. Ich bin gerade noch dabei, mein Gaffelsegel einzuholen über meinen Baum. Und jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Ach, Dim, wiederhol den Witz doch bitte nochmal. Ja, okay, alles klar. Also, ich werde euch jetzt mal was über Gaffelsegel erzählen. Die Gaffeltakelung ist nämlich eine Takelungsart von Segelschiffen, die vermutlich im 17. Jahrhundert, aber nur vermutlich, wir wissen das nicht genau. Es könnte sein, die wurden im 16. Jahrhundert oder auch im 18. Jahrhundert entstanden. Ja, das weiß man nicht so. Also jedenfalls die Gaffeltakelung, ja. Das ist also eine Takelungsart, ja, mit der man natürlich Gaffelsegel takelt, ist ja logisch, ist ja schon im Namen drin, deswegen also Gaffeltakelung. So, also im 17. Jahrhundert hat man das vielleicht wahrscheinlich erfunden, also vermutlich hat man das im 17. Jahrhundert erfunden einfach. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja, hat man das weitgehend, das müsst ihr euch mal überlegen, durch die Hochtakelung abgelöst. Also es wurde abgelöst quasi von außen. Ja, also da ist niemand hingegangen und gesagt, liebe Gaffeltakelung, wir geben dir jetzt noch, weiß ich nicht, ja, Gaffeltakelungsausstieg bis, weiß ich nicht, ja, 1970 oder sowas. Ne, sondern die haben einfach gesagt, schwuppdiwupp, von einem Tag auf den anderen, ja, haben die da einfach so die Gaffeltakelung komplett weggemacht und dann halt die Hochtakelung da mit ersetzt, also andersrum, ne, die Gaffeltakelung ersetzt und die Hochtakelung, die wurde dann abgelöst, so. Wir sind schon durch den ersten Satz vom Wikipedia-Eintrag durch, so, also auf jeden Fall, und jetzt kommt's, der Begriff Gaffel, und das ist wichtig, das darf man nicht vergessen, der Begriff Gaffel bezeichnet eine verschiebbar an einem Mast befestigte, schräg nach oben ragende Sp-
Spiere. Ja. So, jetzt habe ich so. Entschuldigung. Also der Begriff Gaffel, das ist diese, ihr kennt das, ja? Ihr seht so einen Mast. Mast, das sind diese langen Holzstöcke. Ihr seht es, ja? Und an dem Ding, ja, ist verschiebbar befestigt eine Spiere nach oben ragend. Kennt ihr ja. Habt ihr bestimmt alle jetzt direkt vor Augen. So, ja. Aber pass auf, nur falls ihr euch das fragt, habe ich das gefragt. Jetzt ist in Klammern, steht da noch hinter. Die Spiere jetzt, also, ja, bezieht sich auf die Spiere. Rundholz. Nicht die eckigen, nicht die Eckigholzspieren, sondern die Rundholzspiere. So. An die, die Gaffeltakelung, an dieser Spiere in Rundholz, an der ist die Gaffeltakelung eindeutig erkennbar. So. Das sind die ersten beiden Sätze aus der Gaffeltakelung. Und ich finde, dass, ich weiß jetzt auf jeden Fall endlich, was das ist. Ja, da freue ich mich drüber. So, ja, was soll ich euch noch erzählen über die Gaffeltakelung? Also, Weißt du, was Seefahrerhumor dann wahrscheinlich ist? Dachte ich mir eben, als du das mit dem Mast erzählt hast. Ja. Die kaufen wahrscheinlich ihre Elektroschiffe bei ja. Elon Musk. Okay, ja, das war, ich glaube, flacher ging es heute, denke ich mal, nicht mehr hin. Es sei denn, mit den 5 angesagten Websites, die wir kennen sollten, um Enkel zu beeindrucken im Jahre 2014, okay, wie gesagt. Okay. Eine davon ist heftig.co. Was? Gibt's die Seite überhaupt noch? Ja, keine Ahnung, aber klingt heftig. Ja, das war irgendwie... Ja, das ist, auf diese Seite stößt man immer, wenn du bei irgendwelchen anderen unseriösen Seiten unten, keine Ahnung, du bist auf irgendeiner Tech-Webseite, liest irgendwas über ein neues Smartphone oder über ein neues iPhone, was rauskommt, und dann sind doch unten immer so Clickbait-Themen. Aha, okay. Und irgendwie ist das eine Seite voller Clickbait-Themen. Also, ich sage, geh mal auf heftig.de, also CO. Und ja, dann wird bin ich jetzt, ja, okay. Bei mir ist das Titelthema Viertklässler erklärt die weibliche Brust. Ja, stimmt. Ja also okay. da wird man zwangsläufig draufklicken. Ja, geht so. Also, Wir haben ein Rezept für eine Lasagne in einer klitzekleinen Küche gekocht. Verbraucherschutz, 15/30. Mogelpackung. Elternmärchen, die bei Kindern tatsächlich Erfolg hatten. 15 Hunde, die einen schlechten Tag haben. Hebamme hilft über 3000 Babys im Todeslager auf die Welt. Genau. So ein also, Typen halt einfach. Voll die Clickbait-Themen. Ne? Also, ja, dass jeden was das dabei ist. Das sind einfach so viel Good-Themen auch, bin ich. Ja, wie zum Beispiel 7 Alternativen, um dein Kind ohne Strafen zu erziehen. Und dafür 10 antike Rezepte, wie ein Elefanten. 10 antike Rezepte, die heute noch gekocht werden können. Elefantenfisch. Ein Elefantenfuß auf dem Kind steht. Ein Elefantenfisch. Den man, ja, das ist der, den man mit Gaffeltakelung fangen kann. Ja. Genau. Also, ja, also, okay, heftig. Heftig. Also, ja, okay. Wann war das heftig. Jetzt? 2015 oder 2014 oder wann? 2014, wenn du da Großelternteil warst, dann hast du damit deine Enkel beeindrucken können. Ah, okay, alles klar, super. Ja, was noch? Instagram. Schon mal gehört? Okay, gut, zugegeben, ja. Das ist eigentlich keine Website im klassischen Sinn. Dennoch ist sie gerade bei Jugendlichen sehr beliebt. Diese wenden sich zum Teil inzwischen von den Marktführern Facebook und Twitter ab und konzentrieren sich auf das Posten von Fotos. Instagram Fotos. Ist dafür ideal. Also, ja, super. Smartphone aufgenommene Bilder können durch die einfache Anwendung von Filtern und Bildeffekten bearbeitet werden, um sie anschließend auf den eigenen Instagram-Account zu laden und den Followern zugänglich zu machen. Ja. Klingt geil. Super. Nee, Instagram, ich glaube, das hält sich nicht lange. Nee, ich auch nicht. Das war wahrscheinlich nur so ein Ding 2014. Ja. Außerdem, ich halte das irgendwie für abwegig, auch 2014, also auch wenn das 6 Jahre alt ist, dass damals, keine Ahnung, der 75-jährige Opa bei seinem 14-jährigen Enkel irgendeinen Stein im Brett haben konnte, wenn, wie jetzt hier, nächster Punkt, er sagt, ja, und dann war dein Opa ja auch auf der Huffington Post. Huffington Post. Ja, aber das ist doch keine Seite, die jetzt irgendwie von Jugendlichen stark frequentiert wurde, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du zu dem Zeitpunkt 70 warst und dann die Jugendlichen Mitte 30-Jährigen mal alle beeindrucken wolltest, das war schon wichtig dann auch.
Ja, also das waren jetzt die drei Seiten, die ich kannte von den fünf, die hier. Ja, okay, und jetzt kommen noch die anderen beiden, die ich kenne. Die anderen beiden, die ich nicht kenne. Du, aber du bist ja eher so ein Ich bin ein Tausendsasser, sagt man so schön. Renntausendsasser, genau. Ja. Social Media über Gott. Das bin ich auch. Ich bin die Social Media Gaffeltakelung des Internets. Ja, bei. Ich wurde auch im 17. Jahrhundert abgelöst. Von Elon Musk. Von Ihnen, was? Jetzt erzähl, also was sind die anderen beiden? Style Fruits? Was? Style Bitte? Fruits? Okay, ich habe noch nie irgendetwas davon gehört. Noch nie, wirklich. Style auf desire.de, hä? Also weißt du, was du, also, ob eigentlich hättest machen können? Geschenke, Mode, Beauty oder sogar Möbel, bei Style Fruits können sie nahezu alles finden, was bei jungen Leuten Trend ist. Ja, also Judah, genau, Judas der Seite, User der Seite, können aus zahlreichen Artikeln Outfits, mein Gott, ich bin auch schon einer dieser Rentner. Die erste Regel über den Outfight-Club, es gibt keinen Outfight-Club. Auf jeden Fall, wenn ich auf Stylefruits den Link klicke, komme ich auf desired.de/fashion/styling-tips. Okay. Da erfahre ich sowas wie weißes Shirt kombinieren, Doppelpunkt. Diese 8 Styles tragen wir jetzt. Welche Farbe passt zu grün? So kombinierst du die Trendfarbe gekonnt. Warte mal. Stopp. Moment. Ich muss mal ganz kurz was sagen. Also, zurück zu heftig.de, ja? Hier gibt es, das ist kein Witz, 15 geniale Erfindungen, die alltägliche Probleme lösen, okay? Und ich habe keine Ahnung. Bitte? Gabel. Nee, viel besser, pass auf. Messer. Das Bild, was du da siehst, ist wie also ein Junge, würde ich sagen, also ja, das ist auf jeden Fall ein Kind, keine Ahnung, vielleicht so 7, 8. Kann auch ein Mädchen sein, dann darf man ja heute nicht gendern. Nee, ich glaube, es ist ein Junge jedenfalls und der hat abstehende Ohren, beziehungsweise eines davon, vielleicht ist das andere nicht abstehend, das weiß ich nicht, weil ich sehe ja nur die eine Hälfte des Kopfes. So, und der hat also offensichtlich darunter zu leiden, dass also sein Ohr absteht, ja? So, und nochmal, die Überschrift lautet 15 geniale Erfindungen, die alltägliche Probleme lösen. Ja, also das alltägliche Problem, du hast abstehende Ohren und jetzt kommt die Erfindung, die das löst. Die Brille klemmt das Ohr nach hinten? Besser, viel, viel besser. Also offensichtlich hat er sich sowohl an sein Ohr als auch an die Kopfseite einfach einen Klettverschluss dran geklebt und klettet sich das Ohr an die Kopfseite. Und ich denke mir so, ja, das ist auf jeden Fall eine super Erfindung. Sind da nur solche Erfindungen dabei? Ich weiß es nicht. Soll ich da draufklicken? Soll ich mal draufklicken? Klick doch mal drauf. Ja, okay, gut. Hey, du hast 5 neue Trojaner auf dem Rechner. Ja, ist mir egal. Ich habe einen sehr guten. So, 15 geniale Erfindungen. Also, was haben wir hier so? Du hast doch einen Apple. Wie gesagt, einmal das Ding hier. Nee, ich habe einen Windows-Rechner. So, dann Studying Motivation. Oh Gott, ja. Also, hier, ne, du kennst das. Du studierst und willst was lernen oder Schule oder so. So, und dann hast du einen fetten Ordner vor dir mit ganz viel Zeug und dann hast du einfach pro Kapitel irgendeinen Schokoriegel darin. Super geile Motivation. Du bist danach nicht nur fett, sondern außerdem wahrscheinlich hast du dich selber bemogelt und nichts gelernt. So, jedenfalls, was gibt's sonst noch? Mike, ja, super. Dann Gasmaske, um Zwiebeln zu schälen. Ein Holzbrett, an das man alle Fernbedienungen dran tackert. Was ist das denn? Ja, okay. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder ist. Dann, eine Karte, wo drauf steht, ja, ich bin groß, wahrscheinlich, wenn man groß ist, was super wichtig für mich ist, weil, naja, egal. Hier, bunte Punkte auf Brownies, damit man weiß, was? Restaurant labels the brownies based on what part of the pan it was baked on? Okay, raff ich nicht. Egal, ja. Das ist jedenfalls auch super. Dann ein Bunker für das ist so deutsch, ey. Ein Bunker für deinen Strandurlaub. Die Leute haben sich einfach ein Loch in den Sand gebuddelt und dann den Schirm oben drüber, also so, dass das so halt oben abschließt. Total super. Ja, tolle Erfindung. Also ich finde, gute Erfindung, oder? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe dir die letzten 2 Minuten nicht mehr so intensiv zugehört. Ihr könnt das Ganze aber demnächst im Heftig-Cast auf war-klar dann nachholen. Das ist das neue Format von Demon, wo er Heftig-Postings audiovisuell betont. Ich bin nämlich indes auf die 5. an voll angesagte Rentner, also nicht Rentner, sondern Jugendseite gestoßen, die da vorgeschlagen wird und habe, während du jetzt gerade hier noch erklärt hast, habe ich wirklich schon was dazugelernt. Weil, also die Seite hat mir auch nichts gesagt.
Sprachnudel.de. Und die ist richtig gut, weil da wird Jugendslang aufgeschlüsselt. Ich kann jetzt zum Beispiel erzählen, dass du ein Totalteutone bist. Was? Ja, du bist ein Totalteutone, lieber Dieben. Ein Totalteutone, warum? Ja, du bist nämlich ein Deutscher ohne Migrationshintergrund. Und wenn du hier dein Schweizer Käsefondue gegessen hast, dann wirst du aber ganz schön das Horn von Mordor blasen, ne? Ja, ist eine Umschreibung für einen fahren lassen. Ich finde das richtig geil, ja? Und die Nachbarstochter, die ist zwar dumm wie Stroh, aber sie ist bangbar. Ja. Ich kann mir super vorstellen, wie mein 75, das war die Zahl. Ja, mein 75 Jahre alter Opa sitzt also vor mir und sagt, die ist zwar dumm wie Stroh, aber ganz schön bangbar. Genau. Ach, und da kommt auch schon die Oma mit dem Essen. Was gibt's denn, Opa? Es gibt Kartoffeln mit Furzwolle. Furzwolle ist übrigens ein lustiges Synonym für Sauerkraut oder Sauerkohl. Ja, genau. Absolut. Oh, nee, Ich finde die Seite cool. Also bangbar.com. Geh mal auf bangbar.de, mal gucken, was. Bangbar.de ist bestimmt. Nee, was? Gibt's nicht? Die muss doch jemand. Bangbar.de. Oh, ja, aber wenn die jetzt frei ist, dann werde ich mir die direkt schießen, ja. Nee, ist natürlich schon weg. Bangbar.com ist auch schon weg. Ja, na sowas. Du kannst dir aber noch auf bangbar.online sichern. Nee, sprachnudel.de kannte ich nicht, finde ich echt gut. Das ist jetzt auch. Also ich finde es sehr, sehr praktisch. Also wenn ich jetzt demnächst wieder einen Podcast von Filmern höre, dann werde ich danach mal hier. Das könnte tatsächlich helfen, glaube ich. Ja, dann kann ich nämlich das, jetzt... Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Dass diese jungen, hippen Typen da überhaupt von sich geben. Ich finde das so Wahnsinn. Also Filmern ist so ein bisschen, ich finde, der ist so ein bisschen so ein, das ist, der ist quasi, Entschuldigung, wie heißt diese Seite? Sprachnudel, ja. Also ich glaube, der ist einfach so ein hier, wie heißt das denn? Dictionary, Mann, Wörterbuch. So ein Wörterbuch für Jugendsprache. Und jeden Tag, weiß nicht, wacht der morgens auf und lernt erstmal 20 davon auswendig. Der wacht morgens auf und fühlt sich erstmal gewertschätzt. Und zwar jeden Tag. Schaut sich seine Dickpics an. Sich dann seine Dickpics an. Genau. Ja. Und dann kümmert er sich erstmal um seinen Mast. Ist er denn am Sprit gegaffelt, oder? Hirnholz ist übrigens jemand, der einen massiven Klotz zwischen den Ohren hat. Wie heißt das? Hirnholz. Wahrnehmbare Aktivitäten gibt es dort nur bei Wetterwechsel, wenn es dort knackt. Ah, geil. Hirnholz. Kennst du? Bestimmt schon uralt, ne? Kennst du die Hirnholzgesellschaft? Nee. Ja. Musst du mal. Ja. Okay. Die sind nicht sehr helle, ne? Hm. Wenigstens haben sie genug Lokuspappe. Ja gut, das ist leicht. Das ist klar, dass das, ne, so. Aber ich meine, in diesen Zeiten... Okay, was ist Affenbeefy? Erklär du mir jetzt mal bitte, was war los bei euch mit Klopapier? Hattest du Klopapier? Hattest du Probleme mit Klopapier? Nein. Also ich hatte kein Problem mit Klopapier, weil ich ohnehin ein Horter bin. Ah, okay, ganz klar. Ja, na dann. Also, Demon, was ist die Affenbeefy? Affenbeefy, das ist, weiß ich nicht. Ja, das war die Isolierstation. Ja, dann vielen herzlichen Dank, Frankster, dass du heute mein Gast warst. Gerne. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass ihr uns wieder jede Menge wertvoller Kommentare hinterlasst. Das könnt ihr entweder machen auf warklar.de oder ohne Bindestrich, bitte. warklar.de schicken. Genau, einfach dahin. Ansonsten geht das aber auch an die +41765171337. Und ihr findet diese Telefonnummer auch, wenn ihr nur lange genug sucht. Oh, ich habe mir noch gerade selbst aufs Maul gehauen, weil ich habe noch ein Zitat von Mr. Trash. Ein Zitat von Mr. Trashback gefunden. Ich kenne das. Nee, manchmal denke ich mir auch so, jetzt ist mal wieder nötig. Ja, alles klar, ja, Entschuldigung. So, damit würde ich auch gerne enden. Ich bin nicht fett,
das ist alles sexuelle Schwungmasse. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Und so. Ding, 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 ding. Gerade echt gepupst.